Ein Hauch von Nostalgie weht über Hamburg. Die Arena des HSV wird künftig wieder Volksparkstadion heißen. Das hat der Verein heute verkündet. Grund für die erneute Veränderung: Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne hat für 4 Jahre die Namensrechte erworben. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr begeistert. Darüber ist ein großer Tag. Also glaube ich, dass wir das Stadion ab 1.7. wieder Volksparkstadion nennen dürfen. Und, das ist eine ganz außergewöhnliche Tat von Herrn Kühne, uns das zu ermöglichen. Und da muss man ihm wirklich Dank sagen. Damit dürfte der bisher einzige Investor beim HSV wieder in der Gunst der Fans steigen. Noch im Dezember hat er angekündigt, seinen Millionenkredit zurückzufordern und nicht, wie ursprünglich geplant, in Vereinsanteile umzuwandeln. Seine neuerliche Kehrtwende, so überraschend wie wichtig, für den verschuldeten Verein. Der Einstieg heißt, wir haben eine wirklich starke Säule geschaffen. Das, was wir seit Sommer letzten Jahres proklamiert haben, dass wir das auch umsetzen können und dass wir in der Lage sind, sowas umzusetzen. Nämlich Partner zu finden, die uns mit Finanzstärke und mit Ruhe begleiten, auf dem Weg, den HSV wieder zu einer Stärke zu führen. Das Geld könnte dem HSV im Abstiegskampf ausgesprochen gut tun. Seit längerem ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Mit Kühnes Schritt ist eine Neuverpflichtung deutlich wahrscheinlicher geworden.